Hey Leute, ich bin's wieder, euer Robin von Testhelden. Wenn auch du nicht gerade auf deine Einstellungstests bei der Bundeswehr vorbereitest, dann check doch unten die Videobeschreibung aus. Wir haben dort den Link zu unserer Seite reingepackt, wo wir dich optimal auf deine Einstellungstests bei der Bundeswehr vorbereiten wollen. Wir sind jetzt im letzten Video unserer kleinen Videoserie angekommen und zwar geht es uns heute um das Gehalt der Offiziere und wie werde ich Offizier. Es ist so, Offizier wirst du, wenn du zwischen mindestens 17 und 29 Jahren alt bist, mindestens einen Realschulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung hast und oder eine Fachhochschulreife, natürlich auch eine allgemeine Hochschulreife. Du musst Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland sein. Das gilt übrigens auch für die Mannschaften und für die Feldwebel. Das habe ich im letzten Video nicht erwähnt. Ich habe auch leider vergessen zu sagen, dass wenn man Mannschafter werden möchte, man mindestens die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben sollte. Und es gilt logischerweise auch, dass man Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland ist. Das als kleiner Nachtrag vielleicht an der Stelle. Ja, was verdienen die Offiziere? Das interessiert euch wahrscheinlich am allermeisten. Auch da wieder kurz vorweg. Das Ganze ist wieder abhängig von der Lohnsteuer, Kinderfreibeträge und all die Parameter, die mit reinfließen. Wundert euch deswegen nicht, wenn ihr jetzt vielleicht Offizier seid und mehr oder weniger verdient. Also, wenn man anfängt, wieder als Flieger, Schütze, Panzergrenadier, wieder abhängig von der Truppengattung, in der ich bin, steige ich ein mit einer A3, Erfahrungsstufe 1 und 2300 Euro. Während des Studiums ist es dann so, da habe ich Grundgehalt A5, das sind rund 2367 Euro. Nach der Beförderung zum Fähnrich, das ist eine A7, ich konnte meine eigene Schrift nicht lesen, das sind 2540 Euro und nach der Beförderung zum Leutnant, das ist eine A9, liegst du dann bei 2990 Euro. Nach dem Studium hast du eine A10 als Oberleutnant mit einer Erfahrungsstufe 3 und liegst da bei 3400 Euro. Und wenn du dann zum Hauptmann befördert wirst mit einer A11 und einer Erfahrungsstufe 3, liegst du bei 4000 Euro glatt pro Monat. Also schon sehr, sehr interessante Summen, die man da verdienen kann. Wenn auch du dich gerade auf den Test vorbereitest, wenn du Fragen hast, dann pack dir gerne unten in die Videobeschreibung, nicht in die Videobeschreibung, in die Kommentare. Und wir werden dann auf deine Fragen eingehen, vielleicht in Form von neuen Videos oder indem wir halt deine Kommentare selbst kommentieren. Ich freue mich auf euch im nächsten Video, euer Robin von Testhelden.